Hallo meine Lieben, und zwar wollte ich heute noch das ja, Oktober-Favoritenvideo abschließen, abdrehen. Da ja sich morgen schon der Oktober dem Ende neigt und wir November haben, Mann, ging die Zeit schnell rum, was ist denn jetzt los? Ja, und habe mir gedacht, mache ich einfach noch im Anschluss und zeige euch meine Lieblingsprodukte, die ich im Oktober so häufig genutzt habe, beziehungsweise gerne genutzt habe. Ja, fang einfach mal an, ohne viel Vorgelaber. Ich hoffe, das Licht ist jetzt ganz gut. Hier, ich sitze jetzt direkt an meinem, wie hat der oder die eine geschrieben? Messi-Schminktisch? Ja, fang jetzt einfach mal an. Am besten fange ich mal mit meinen Haaren an. Da habe ich jetzt nämlich ein paar Favorite-Produkte, die hatte ich, glaube ich, letzten Monat nicht gezeigt. Diesen Monat zeige ich sie. Und zwar habe ich nämlich diesen Monat ein paar Probleme gehabt. Ich war ja bis vor, ich war, war ich beim Friseur 1,5 Wochen. Ja, circa 1,5 Wochen. Und war ja dann noch blond. Und das bin ich ja jetzt nicht mehr, wie man sieht. Aber auf jeden Fall durch dieses ständige Blondieren und Glätten und hin und her waren, hatte ich hier vorne ganz faserige Spitzen irgendwie. Also die waren relativ kaputt. Und da musste ich ein paar Pflegeprodukte nutzen. Und da habe ich angefangen, erstens ein Hitzeschutzspray zu nehmen, weil durch dieses Blond ist es wirklich ein bisschen, ja, und dem Nutzen des Glätters ist es wirklich ein bisschen problematisch gewesen. Und deshalb musste ich auf jeden Fall ein Hitzeschutzspray nehmen. Ich sag mal, bei dunkleren Haaren ist das nicht so extrem, aber eben dadurch, dass man das eben blondiert hat, die Haare, und dann mit dem heißen Glätter drüber geht, war nicht so ein gutes Ding. Ja, und auf jeden Fall habe ich mir ein Hitzeschutzspray geholt und es ist richtig, richtig gut. Das kann ich nur jedem empfehlen, und zwar das von Wella. Ich nutze Wella-Produkte eigentlich schon relativ lange. Und ja, das hatte die mir in den Haarshop auf jeden Fall empfohlen. Und das ist das Thermal Image Dry, heißt das. Das ist für trockenes Haar wahrscheinlich. Ja, steht hier noch irgendwas? Nein. Auf jeden Fall dieses hier. So sieht es aus. Ich hoffe, das kann man ein bisschen erkennen. Thermal Image. Genau. Und es ist jetzt schon so ein bisschen hier, wie man sieht, schon ein bisschen benutzt. Ja, natürlich, im Oktober halt. Und es ist auf jeden Fall super gut. Also ich sprühe davor vor dem Glätten meine Haare ein. Und ja, kämme dann nochmal durch, nehme dann das Glätteisen, und dadurch ist es wirklich besser geworden. Jetzt, wo ich dunkel bin, ist es eh nicht mehr so problematisch. Also mein Friseur hatte dann diese faserigen Spitzen auch so ein bisschen abgeschnitten. Deshalb geht es jetzt eigentlich auch. Und ich habe vorher auch nie ein Hitzeschutzspray benutzt. Und es hat immer funktioniert. Jetzt nutze ich es öfters, weil ich jetzt einmal damit angefangen habe, und damit läuft es wunderbar. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann habe ich noch von L'Oréal Professionnel, aufgrund dieser faserigen Spitzen, die eben sehr trocken waren und so gespalten, habe ich noch so ein Hydra Spray, das heißt Hydra Repair Thermo Bi-Active System. Wahnsinn. Und da steht hier ultraleichte feuchtigkeitsspendende Pflege. So sieht das aus. Ich zeige euch das mal näher. Genau, Hydra Repair, hier seht ihr es. Und das ist eben für, hier steht, macht das Haar seidig und glänzend. Das wird wunderbar lockig und leicht frisierbar. Also ich habe das dann immer nach dem Waschen aufgesprüht auf die Spitzen, dann immer wieder durchgekämmt, und dann hatte ich dieses frieselige Problem nicht mehr. Das habe ich wirklich jetzt auch jeden Tag genommen, ganz, ganz lange, lange Zeit, und dadurch hat sich das auch verbessert. Also falls ihr mal irgendwie durchs Glätten oder so oder auch so vielleicht Probleme habt damit, kann ich solche Feuchtigkeitssprays für die Haare auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Beste ist. Auf jeden Fall ist das jetzt fast schon leer. Das werde ich mir bestimmt nachkaufen. Dieses Hydra Repair. Also das ist relativ gut und hat mir sehr gut geholfen. Als Shampoo, muss ich sagen, habe ich eigentlich immer dasselbe jetzt genommen. Ich hatte sonst immer diese Wella-Shampoos von meinem Friseur, also die richtig guten. Jetzt habe ich mich aber durchgerungen, auch mal so normale Drogerieprodukte zu benutzen, und ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Shampoo. Also daran hat es auf jeden Fall nicht gelegen. Ich nehme ja Color-Shampoos, weil ich ja meine Haare sind ja nicht so dunkel. Die sind ja eigentlich noch ein bisschen ein Tick heller. Und ja, ich nehme auf jeden Fall dieses Color-Shampoo, und ich nehme das von Dove.
Das ist für langanhaltende Farbintensität. Das ist mit Micro-Moisture-Serum. Keine Ahnung. Aber es wirkt auf jeden Fall Farbverlust entgegen. Und es ist ein sehr, sehr gutes Shampoo. Erstens riecht es gut. Zweitens hält es sehr lange. Und es macht meine Haare sehr geschmeidig. Und die Farbe hält auch viel, 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 viel länger. Also auch, wo ich ein bisschen blonder war, Blondie, hat das sehr gut geholfen. Und ja. Ein sehr, sehr gutes Shampoo. Ich weiß gar nicht, es ist nicht sehr teuer. Und da gibt es auch noch die Spülung dazu, hin und her. Aber ich habe erstmal nur dieses Shampoo gehabt und das ist sehr gut. Ja. Zum Frisieren habe ich immer noch das Gleiche. Bin ich sehr zufrieden damit, mit diesem L'Oréal Studio Spurenlos FX Struppeleffekt-Paste. Nämlich jeden Tag. Die ist mit 24 Stunden ultra stark gehalten. Also hier die 4. Und die hält, das hält wirklich richtig gut in den Haaren. Also ich mache die einmal schön hoch und klatsch und batsch. Und das muss natürlich halten den ganzen Tag, vor allem wenn ich wieder auf Arbeit gehe. Und ja, so sieht die aus. Die ist fast schon wieder leer. Also ich kaufe mir die ganz, ganz oft und die ist richtig gut. Und mein Haarspray, was ich mir auch immer weiter kaufen werde jetzt, ist das auch von Wella. Seht ihr, ich mag Wella und L'Oréal bei Haarprodukten. Das ist für Fülle und Style, für feines Haar und hat auch ja ultra starker Halt. Das Wellaflex, ja, das hatte ich euch, glaube ich, mal in einem Haul oder in zwei Hauls gezeigt. Dieses hier. Ja, richtig gutes Haarspray, so für die, die so ein bisschen feines Haar haben, ein bisschen Volumen haben wollen, ist das perfekt. Genau. Dann hatte ich auch jetzt vor allen Dingen, wenn jetzt der Herbst kommt und ja, Heizung wieder an ist, trockene Heizungsluft und hin und her, immer mal so mit trockener Kopfhaut zu kämpfen. Es geht jetzt wieder, muss ich sagen, einigermaßen. Kommt auch immer auf meine Haut an, wie die zurzeit ist. Ja, wenn ich Stress habe und so und ich mich kratze und alles, dann ist es auch ein bisschen schwieriger auf meiner Kopfhaut. Auf jeden Fall habe ich da was dagegen, was sehr gut hilft, was ich auch in diesen ganzen Wintermonaten und Herbstmonaten und so nehme. Und zwar das von Ghul, das Kopfhautsensitiv. Das ist richtig gut, das habe ich mir bestimmt auch schon 10.000 Mal nachgekauft. Es ist für trockene, juckende und empfindliche Kopfhaut mit weißem Tee und Wasserminze. Also es ist so eine Beruhigungslotion und Pflegelotion. Und ja, habt ihr oben so einen Noppen und den macht ihr auf und dann kommt halt hier so eine klare Flüssigkeit raus. Und die, also ich mache das dann immer halt so. Ich mache das meistens nach dem Waschen. Wenn die dann schon so ein bisschen angetrocknet sind, dann trage ich das halt so mit. Das ist relativ gut, weil das gleich so ein Teil hier ist, wo man das ganz, ganz gut auf die Kopfhaut auftragen kann. Mach dann halt das so frei und trage das dann halt so auf die Kopfhaut auf, massiere das kurz ein. Dann ist das wirklich, es ist erstens so kühl auf dem Kopf und es wirkt sehr entspannt dadurch. Und bis jetzt habe ich keine Probleme mehr gehabt. Also das ist ein sehr, sehr gutes Produkt dafür, wenn ihr jetzt eben ein bisschen damit zu tun habt. Ich weiß nicht, ob das viele betrifft im Herbst oder im Winter, aber bei mir ist das halt so. Ja. Mein Lieblings, also so sage ich mal, duschbadmäßig, habe ich euch ja schon mal gesagt, habe ich ja nicht so viel Zeugs, weil meine Haut da auch ein bisschen empfindlich reagiert. Aber ich habe diesen Monat sehr oft dieses Cremeöl-Duschpeeling von Balea gehabt, und zwar das Indian Chai, ja, diese Limited Edition. Das riecht so, 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 so toll und es ist richtig geil auf der Haut. Und ja, habe ich immer genutzt, ist auch schon hier bis hierher leer. Und ja, leider eine Limited Edition. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber auf jeden Fall ist das sehr, sehr gut. Und ich hatte das von Palmolive, das habe ich jetzt ein bis zweimal oder so genutzt, das mit diesem Vanilleduft. Das mag ich auch sehr gerne, weil der Duft sehr lange am Körper hält, auch noch nach dem Duschen. Aber das ist ja ganz nass noch, weil das aus der Dusche kommt. Ja, das war auch gar nicht mal so teuer. Weiter geht's mit meinen Reinigungsprodukten, die ich nehme. Es ist immer noch dasselbe. Also ich kann euch ja auch mal so ein, falls euch das interessiert, so ein Abschminkvideo machen. Aber nur, falls es euch interessiert. Aber ich zeige euch auf jeden Fall mal mit Duktus. Das ist schon relativ leer, wie ich hier sehe. Es ist immer noch Kiko. Immer noch. Jetzt habe ich ja ein Glück Neues. Und zwar den Cleansing Foam. Den hatte ich mir ja nochmal nachgekauft. Dieser Reinigungsschaum. Super, 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 super. Hatte ich auch schon in meinem letzten Favoritenvideo genannt. Perfekt zum Abschminken. Und dann nehme ich immer noch diese Cleansing Milk und diese Tonic Lotion von Kiko, die jetzt leider bald zu Ende ist. Ich wollte mir eine neue kaufen, habe ich vergessen. Ja, also immer noch für mich die besten ja, Reinigungsprodukte. Und jetzt nehme ich ja immer danach, nachdem ich mich gereinigt habe, das ist ja jetzt neu, das kann ich jetzt eigentlich noch nicht als Favorit nehmen, aber es ist schon mein Favorit.
Und zwar die. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Und zwar die. Das Gesichtswasser von Estée Lauder. Das Perfectly Clean. Das ich es wirklich empfehlen kann. Also, hatte sie ja darauf angesprochen, dass ich eben Mischhaut habe. Aber eben auch manchmal so trockene Stellen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut nach der Reinigung. Ihr habt dann wirklich nicht Probleme damit Pickeln oder so. Ich hatte ja dieses Extreme, was ich mir nie wieder kaufen werde, dieses Reinigungswasser von Baby Ancare, was ja so extrem gebrannt hat, was ja wirklich wahrscheinlich auch die Pickel entfernt oder so, aber eben auch die ganze andere Hautpartie mit austrocknet. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Nee, also von daher ist das schon richtig gut. Und ja, also da ist man dann perfekt gereinigt. Genau, Augen, Make-up-Entferner ist schon wieder ein Backup für mich hier. Der Maybelline, für mich immer noch der sehr beste. Ich wollte ja den mal von Rival de Loup ausprobieren, diesen Zwei-Phasen-Make-up-Entferner. Er war leider ausverkauft überall. Deswegen bin ich bei dem geblieben, habe ich mir vor Berlin gekauft. Ja, das ist für mich immer noch der beste, muss ich sagen. Obwohl ich ja wirklich auch den von Estée Lauder gut finde. Diese Probe hatte ich ja mal bekommen, diesen Gentle Eye. Make-up Remover. Der ist auch richtig, richtig gut, aber wenn wir jetzt mal so bei diesen Drogerieprodukten bleiben, ist der richtig geil. Und der von Rival die Loops ja gut sind, aber das kann ich noch nicht einschätzen, weil ich den noch nicht hatte. Gehen wir weiter zu den Tagescremes. Also ich muss sagen, ich hatte im Oktober eigentlich immer die genutzt, obwohl ich ja Ende Oktober jetzt Probleme hatte. Und zwar diese wieder von L'Oreal, die Hydra Active 3 Fresh. Ich war eigentlich immer mit der zufrieden, muss ich sagen. Ist hier noch die. Genau. Also da ist noch ein bisschen was drin, wie ihr sehen könnt. Ja. Also die gibt es bei DM und jetzt gibt es die auch bei Douglas. Die ist richtig gut, weil die eben sehr frisch ist und angenehm auf der Haut. Ich habe die immer genutzt vor Make-up und jetzt eben am Ende, wo ich in Berlin war, habe ich einfach mal Pickel, trockene Haut gehabt. Da habe ich mir die drauf geschmiert und da wurde es eben noch mehr Pickel. Deswegen habe ich die erstmal eingestellt gehabt. Aber ansonsten ist die relativ gut. Also hier steht eigentlich, dass die für normale und Mischhaut ist. Aber mir kam es so vor, als würden dann mehr Pickel draus. Deswegen hatte ich die eingestellt. Aber ansonsten muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht, ob das durch die Creme kam. Auf jeden Fall ist die richtig, richtig gut. Im ganzen Oktober hat sie mir geholfen, außer in den beiden Tagen. Das war ja auch, weil ich ein bisschen hier durch den Wind war und so, ne? Von daher, neues auf jeden Fall Favorite-Creme-Produkt, muss ich sagen, ist diese Day-Night-Creme von Venus, die ich euch letztens gezeigt habe, die richtig, richtig gut ist. Ich hatte die in Berlin dann aufgetragen und dann war wieder alles super. Und natürlich das in Kombination mit dem. Ja, also diese Estée Lauder Serie. Dieses Serum, dieses Idealist Serum und die Daywear Cream. Ist das die Daywear Cream? Ja, die Daywear Cream. Die ich mir jetzt auch noch mal bei Douglas in einem Set bestellt habe. Das ist ein Probierset. Ich glaube, für 30 Euro oder so hat das gekostet. Und da ist eben auch noch mal die Daywear Cream, das Serum und so drin, aber nur halt in so Größen. Oder die Daywear Cream ist so. Da kommt man relativ gut mit hin. Ich will jetzt erst noch mal richtig, richtig, richtig lange testen, noch eine Weile. Und da sind halt noch mal richtig schön große Tester mit dabei. Und wie gesagt, 30 Euro. Da ist, glaube ich, auch noch mal die Advanced Night Repair dabei von Estée Lauder. Und was war denn da noch mit dabei? Ach ja, ich glaube von dieser Perfectly Clean Serie, dieser Reinigungsschaum, werde ich ausprobieren auf jeden Fall. Und da mit dem und dem ist es richtig geil gewesen. Also das kann ich natürlich jetzt noch nicht als mein Favorit im Oktober nehmen, aber am Ende des Monats war es ein Favorit. Hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Und auch noch jetzt. Also von daher führe ich es einfach mal mit auf. Vorsichtshalber. Genau. Augenpflege war für mich auf jeden Fall diese hier. Muss ich sagen, die Advanced Night Repair Eye von Estée Lauder. Habe ich immer noch dieses Pröbchen von diesem Set mit dieser Mascara. Die ist so, so, so geil. Damit sind die Augen so schön gepflegt und ich komme eben sehr lange mit diesem Gel hin, muss ich sagen. Wie viel waren da drinne? 5 Milliliter und ich habe es immer noch. Also von daher, ja, das ist richtig geil. Und auf jeden Fall habe ich auch ganz, ganz viel genutzt, die Augentrost von Alverde. Ja, nee, die ist immer noch ist genug drin. Die ist auch richtig, richtig gut. Also da kann man auch gar nichts sagen. Sehr, 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 sehr heißer Favorit im Oktober. Genau. Gut. Handcreme, das brauche ich jetzt nicht mehr. Crememäßig
Muss ich sagen, habe ich sehr, sehr viel wieder die Monauers genommen. Und zwar diese hier, die zeige ich euch jetzt mal. Von der habe ich ja schon oft geredet, aber noch nicht, glaube ich, gezeigt. Und zwar die Körperlotion. Das ist diese hier, weil ich etwas trockenere Haut hatte. Manchmal auch halt, wie gesagt, super Probleme. Das ist eben für empfindliche Haut. Und auch bei Hautirritationen, wenn man so Hautirritationen hat, sehr wohltuend. Das ist totes Meersalz, ist damit drin. Und das ist eben so eine Hauttherapie, da gibt es auch für, gibt es alles, also fürs Gesicht und auch für die Kopfhaut. Hatte ich da auch schon mal sowas. Und es ist richtig, richtig gut pflegend. Es duftet jetzt nicht wunderbar, es duftet jetzt nicht super toll. Es duftet halt so ein bisschen salzig, finde ich. Aber es ist eben sehr angenehm auf der Haut und das ist sehr gut eben, wenn man so ein bisschen ein paar empfindliche Stellen hat. Da kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Genau. Also nicht die Zuckerschnute diesen Monat. Genau, so gehen wir weiter zu dekorativer Kosmetik, würde ich sagen. Also von der Foundation hat sich eigentlich nichts geändert, muss ich sagen. Es ist immer noch meine Vita Le Mer Aqua von Chanel. Mein Lieblingsbronzer ist immer noch der Teint des Soleil von Chanel. Das sage ich peinlich nur Chanel, also wirklich mal Julia. Mann, furchtbar mit dir. Genau, nee, auf jeden Fall das. Mein Lieblingsfixierpuder ist immer noch das Invisible. Oh Gott, ist ja leer. Ist ja locker hier, das Invisible Powder von Kiko. Muss ich sagen, das ist das beste Fixierpuder, was ich kenne. Ohne Worte, hat immer super Dienste geleistet. Auf jeden Fall. Falls ich. Ach ja, ich muss auch sagen, dass ein Favorit wieder in diesem Monat mein Puder von Shiseido war, mein Pureness. Also mein Mattifying, wie heißt das gleich? Mattifying Compact All Free Foundation. Von Shiseido, weil ich war jetzt den Monat, muss ich sagen, krank. Nach 2 Wochen war ich halt krank. Und da habe ich halt, wenn ich mal zum Arzt gehen musste oder so, hatte ich halt dieses Puder genommen, weil ich hatte auch irgendwie dann mal Pickel und wie das halt immer so ist. Und da hat es eigentlich relativ gut geholfen. Es deckt sehr gut eben. Ich wollte halt keine Flüssigfoundation und sowas auftragen. Wenn man krank ist, hat man auch keinen Bock. Da will man mal kurz mit dem Puder drüber und. Das reicht dann und da hatte ich das eben genommen und da war ich sehr zufrieden wieder mit. Also muss ich sagen, hatte ich jetzt mal wieder so eine Phase, wo ich das benutzt habe. Das ist auch fast leer, wie man sieht. Das ist dieses Natural Beige, habe ich ja die Farbe Natural Beige, ne? Und ja, diesen Monat war es wieder ein guter Helfer. Ja, weiter geht's. Gehen wir zu Eyeshadows? Ja, gehen wir zu Eyeshadows. Und zwar Eyeshadows, muss ich sagen. In diesem Monat ist es wirklich so, dass ich auch wieder auf diese Brauntöne zurückgegriffen habe. Sehr viel. Ich liebe die einfach. Ich kann es nicht ändern. Und zwar habe ich wieder sehr viel mit der For Me Palette gearbeitet. For Me Diamonds Eyeshadow Set. Hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Zeige ich euch mal die Rückseite hier. Flupp. Genau. Das sieht man auch, dass die wirklich auch ein bisschen abgegriffen ist. Was los? Also diese hier, ja. Genau. Die hatte ich euch ja schon, glaube ich, im letzten Favoritenvideo gezeigt. Ich habe wirklich mit dieser Palette so viel gearbeitet und immer wieder. Und weil ich einfach auch diese Natural-Töne liebe im Herbst. Und deshalb war es die. Die habe ich auch, glaube ich, in meinem Herbst-Tag gezeigt. Also ist und bleibt immer dasselbe. Aber es ist nun mal einfach so. Und dann habe ich auch viel mit der Runaway Collection wieder gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob die in meinem letzten Favoritenvideo auch war. Doch, ich glaube ja. Schlimm mit der Julia, ne? Und zwar mit der Jazz Night. Genau, und ja, habe ich auch im Herbst-Tag gezeigt. Ne? Also vor allen Dingen auch mit den braunen Tönen hier habe ich sehr, sehr viel gearbeitet. Ist einfach mein Lieblingslook, muss ich so sagen, weil das passt und steht mir und ich liebe einfach diesen Look. Es ist, ja, da werde ich auf jeden Fall, was ich euch noch sagen möchte, zu meinem Lieblingslook auch, haben einige noch gefragt. Tutorials machen. Es ist halt immer ein bisschen aufwendiger. Ich weiß nicht, ob ich das morgen nochmal mache. Kann ich machen, weil ich will morgen zu meiner Schwester gehen. Da kann ich vielleicht vorher mal so ein Tutorial machen. Ich hoffe, ich komme dazu. Werde ich euch auf jeden Fall nochmal machen. Und dann hat auch jemand nach mehr Eye of the Day gefragt. Ja, ich versuche das auf jeden Fall zu drehen. Jetzt, wenn ich wieder auf Arbeit gehe am Dienstag, ich denke. Das wollte ich euch sowieso am Ende nochmal sagen, wird es sicherlich auch schwieriger für mich, Videos zu drehen, weil ich ja jetzt eine Weile nicht auf Arbeit war und ja, sehr viel Arbeit zur Zeit da liegt. Ich muss auch Überstunden schrubben und Samstag arbeiten gehen und sowas.
Von daher wird es mit Videos jetzt erstmal in nächster Zeit jetzt nicht. Ich werde auf jeden Fall Videos machen, aber nicht so häufig. Also da werde ich sicherlich, also wenn ich abends Bock habe oder so, sicherlich Videos machen, auch für euch. Natürlich, aber es wird halt ein bisschen weniger als vorher. Ne? Weil ich war jetzt natürlich einfach, hatte Urlaub, war krank und so, da war das ein bisschen was anderes. Aber jetzt, wo ich wieder voll daran muss und ich weiß genau, was da auf mich wartet. Da ist zurzeit halt diese Hochphase, sage ich mal, und da müssen wir ganz schön ran. Und deswegen wird es, denke ich, etwas weniger werden. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, aber nein, ich kenne euch ja, ihr seid da ja sehr verständnisvoll und ja. Aber ich werde mich bemühen. Und ich muss sagen, obwohl ich jetzt heute nur mit der gearbeitet habe, aber ich denke, das wird ein Favorit werden, sowieso überall, immer und immer wieder. Die neue Palette von NYX, die ich mir geholt habe, die Champagne in Kaviar Palette. Oh mein Gott, ist die geil. Und ich sage euch jetzt schon, das ist, ja, das sind genau meine Farben. Es ist so ähnlich wie die Nude Collection von Sleek. Aber nur so ähnlich. Das sind ja wirklich hier nur Brauntöne. Damit werde ich sicherlich auch mal ein Tutorial schminken. Die Farben sind so der Hammer. Ich zeige es euch nochmal ein bisschen näher. Ist natürlich jetzt durchs Licht nicht so optimal, aber mit der habe ich heute zum Beispiel. Ist ein bisschen schwerer erkennbar, ne? Habe ich heute geschminkt, weil ah, die ist so genial. Also ich komme mit der gut klar, muss ich sagen. Bei einigen ist es irgendwie nicht so. Die meinten dann, sie sind bröselig und sowas und kommen nicht so. Aber ich komme eigentlich ganz gut mit dem Ding klar. Mag ich ganz gerne wirklich. Ich liebe diese Farben. Dann Favorit ist der Oktoberfavorit war, ist der Kiko. Der Kiko 05. Der Bronzing. Die Bronzing-Farbe hier, der gebackene. Ich liebe, liebe, liebe den. Also, der ist so geil und den nehme ich eigentlich immer für die Lidfalte zum Ausblenden. Der ist so, so, so schön. Also wirklich die Farbe, ich liebe das. Da muss ich hier nochmal reingucken. Auf jeden Fall Favoriten im Oktober waren alle meine Long-Lasting Eyeshadow-Sticks von Kiko. Ich habe jetzt hier noch die ganzen Packungen. Also wirklich die 06 habe ich, die 02, die 01 und die 06. Habe ich die schon gesagt? 02, 06, 01 und ist die Farbe abgegangen. Und die 07, sorry. Also 07 habe ich jetzt nicht so oft genutzt, aber auf jeden Fall die 06 war fast täglich dran. Das ist eben dieser bronzefarbene Stick, den ich mir meistens dann hier eben hier unten unter die Wasserlinie gezeichnet habe. Und ja, mit 01 habe ich halt highlighted Highlighting-Effekte gesetzt. Das ist so ein weißer Stick halt, ne, so. Das passt halt perfekt auch für hier, das liebe ich. Ja, absolute Top-Favoriten, muss ich sagen, kann ich nicht anders sagen. Top-Favorit, ja, war für mich, sag ich mal jetzt, als Eyeliner, der, ich muss es wirklich sagen, ich hatte noch nie, ich hatte noch nie so einen geilen Eyeliner, flüssigen Eyeliner. Der von Estée Lauder, der Pure Color Liquid Eyeliner. Wirklich, also ich flüssig Eyeliner, ich habe ja vorher diesen von Essence gehabt, aus dieser I Love LA. Der ist auch gut, aber der zeichnet nicht so gut wie der. Das ist wirklich auch, wenn man mal ein bisschen plopsig sich damit anstellt. So sieht der ja aus. Den hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Der malt das so gut. Das ist so einfach. Das ist kinderleicht. Ich glaube, das würde sogar mein Freund hinkriegen. Der zeichnet so geile Linien. Die sind so exakt und der schimmert halt so ein bisschen. Er hat so einen metallischen Look und. Ach, da ist auf jeden Fall mein Lieblingsliner gewesen. Ich habe den eigentlich, glaube ich, täglich benutzt. Einmal habe ich, glaube ich, ein bis zweimal vielleicht den Gel-Aligner ganz normal. Und dann halt den. Also, bisschen teurer, aber eben extrem geiles Teil. Mascara habe ich diesen Monat, glaube ich, nur die genutzt. Da wurde ich ja wieder gefragt, welche Mascara benutzt du? Ich weiß nicht. Ich glaube, bei jeder Mascara wird das bei mir. Auf jeden Fall die von Kiko, die Luxurious Lashes. Die Luxurious Lashes von Kiko. Die ist genial. Also, ich mag solche großen Bürstchen irgendwie. Steht da voll drauf. Richtig geiles Teil. Die habe ich genutzt. War meine Lieblingsmascara im Oktober. Ja. Jetzt gucke ich mal Blush. Ach ja. Blush, 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 Blush.
Genau, das wollte ich nochmal zeigen. Das wollte ich nochmal zeigen. Mal gucken. Lieblingsblush war auf jeden Fall diesen Monat mal ein anderer. Nicht der von Sleek des Suede, den ich ja so liebe. Es war diesmal der Inglot. Zack. In der Farbe 21, hoffe ich, dass es richtig ist. Und zwar dieser hier. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen. Ja, das ist so ein Peach-Braunton, richtig schönes Teil. Habe ich geliebt, sieht sehr herbstlich aus, mag ich total gerne diese Farbe jetzt im Oktober. Total schön. Jetzt gucke ich mal hier noch, was ich hier noch so hatte. Ja, ich hoffe, das ist der. Ich hoffe, das ist der. Ja, ist er. Sehr, sehr schön, wenn wir gerade bei Lidschatten sind. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Muss ich sagen, habe ich noch zwei andere sehr gerne genutzt. Und zwar einmal einen von Alverde und zwar den, genau, den gebackenen Lidschatten in Elegant Beige. Also so sieht der aus. Und das ist die Farbe nochmal für euch. Elegant Beige. Und so sieht es aus. Es ist so schimmrig, schimmerbeige. Also richtig schön. Habe ich meistens so als Base genommen. Ja, darunter den Oops, Nude It Again von Catrice. Und dann habe ich immer noch mal den dazu aufgetragen, so ein bisschen hier auf der Hälfte des beweglichen Lides. Den My First Copperware Party von Catrice, also den Dupe to Satin Taupe von MAC. Habe ich dann immer so hier auf die, eben auf die Hälfte aufgetragen und dann ausgeblendet mit diesem geilen, von entweder von Kiko oder von NYX, ein richtig schön bronzebraun. Also, ach, sieht so schön aus. Der hier. Die Farbe ist jetzt wegen des Lichts, aber ihr kennt den ja alle, ne? Haben ja viele. Ja, also super geile Farbe. Ich komme nicht von diesen Farben weg. Es ist halt einfach so. Genau. So. Das ist das. Jetzt überlege ich weiter. Concealer. Ja, habe ich meinen NYX genommen, den HD Concealer. Da ist er dann alle gegangen. Jetzt nutze ich den von Manhattan. Sehr, sehr gerne diesen Dupe zu Bobbi Brown. Sehr, sehr guter Concealer. Vor allem mit dem Fixing Powder, das liebe ich. Ja, was haben wir noch? Mascara hatte ich. Ja, als mein Eyebrow Puder. Also, meine Augenbrauen habe ich mit diesem Teil hier gemacht. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Und zwar mit diesem Eyebrow Puder von Essence. Das ist dieses hier, dieses Eyebrow-Stylist-Zeug, wo man eben dieses Puder hier hat, diese zwei Puderfarben. Dann hat man diesen Pinsel und dann hat man eben auch noch solche Schablonen, die ich aber nicht auftrage. Also ich nehme ganz normal den Pinsel, trage das halt mit dem Puder auf. Super gutes Teil. Also ich hatte ja vorher diesen Stift von Essence. Aber ich mag das Puder mehr, weil dann kann man das so ein bisschen leichter auch mal auftragen. Und wo ich noch ein bisschen blonder war, ist es besser gewesen, weil dann sah das so extrem dunkel aus und da ist es auch nicht so gut. Deswegen finde ich das richtig geil, weil das mische ich auch so ein bisschen immer die Farben. Und da passt das richtig gut. Perfekt. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Highlighter ist für mich immer noch der beste. Der Mary Luminizer. Sieht auch schon total abgegriffen aus. Das Ding ist mir runtergefallen. Das ist komplett zerbröselt. Deswegen mache ich das jetzt lieber nicht auf. Auf jeden Fall von The Balm. Von The Balm. Genau. So, Bronzer hatte ich schon gesagt. Lippenstifte. Hin und her, es ist einfach so. Diesen Monat war es der Chanel. Der Rouge Allure Velvet. In der Farbe 33. Habe ich auch schon ganz, ganz oft gezeigt. Ah, da ist einfach, da ist so herbstlich schön. Da kann man sagen, was man will. Ja, den habe ich ja auch in meinem Herbst-Tag gezeigt. Genau. Und was ich heute wirklich auch gemerkt habe, den neuen Lippenstift von NYX, den ich habe, der ist ja auch richtig geil herbstlich. Der in der Farbe Diva, der ist richtig geil. Also wirklich, muss ich sagen. Also der ist richtig, richtig geile, coole, herbstliche Farbe. Also das ist ja so ein. Ich kann die Farbe gar nicht so richtig beschreiben, muss ich sagen. Aber der ist. War schwierig zu beschreiben. Auf jeden Fall fühlt er sich geil auf den Lippen an und es ist ein sehr, sehr schöner Farbton. Schwer zu beschreiben. Rot, braun, beige. Keine Ahnung. Ich mag nicht so Farben beschreiben.
Ja. Hatte ich noch einen Lippenstift benutzt? Muss ich mal gucken. Lipgloss hatte ich eigentlich gar nicht so viel. Also wenn, dann habe ich noch den hier genutzt. Und zwar von Kiko den. Ich den gleich finde. Und zwar den, den mir mein Freund mal geschenkt hat. Den habe ich noch sehr oft genutzt. Da habe ich 399. Die sind alle so ähnlich, ne? Alle sehr, sehr dunklere Farben, weil das ist jetzt nun mal so im Herbst, ne? Jo, der war noch, muss ich sagen, ein Must-Have. Gut, das habe ich, das erstmal, das habe ich, das erstmal, das habe ich, das erstmal. Rouge habe ich euch gezeigt. Habe ich euch gezeigt. Da habe ich ja fast alles. Habe ich noch was vergessen? Parfum? Habe ich euch ja schon gezeigt. Parfum war das. Pur. Pur. Von Katy Perry. Musste einfach sein. Also ist ein richtig geiles Parfum. Sehr, sehr oft genutzt. Wie ist denn da noch drin? Sieht so leer aus. Gibt's doch nicht. Genau, jetzt überlege ich gerade, ob noch irgendwas war. Ja, das waren eigentlich so meine Favoriten, die ich euch zeigen wollte. Ich denke, das wird sich auch nicht immer groß ändern, wenn es jetzt so zur Weihnachtszeit hingeht. Ich werde immer Brauntöne nutzen. Das ist für mich einfach ganz ehrlich so ein. Ich liebe diese Töne. Es ist einfach. Es passt auch zu meinen Haaren und so. Und es passt allgemein zu meinem Stil. Und deswegen wird sich das nicht viel ändern. Deswegen muss ich mal sehen, ob ich dann nächsten Monat, wenn sich jetzt nicht groß was ändert, nochmal so ein Favoritenvideo mache. Aber es ist, ich denke, für viele ja auch interessant, einfach nochmal zu sehen. Muss ich mal sehen. Also, ich denke. Das ist eigentlich immer, ja, je nachdem, was man eben, ob man neue Produkte oder so dabei hat, muss man dann schauen. Ich überlege gerade, ob ich einen Flop hatte. Außer dieses komische Gesichtswasser von, Gott, das fällt mir wieder nicht ein. Von, na, wie heißt es denn gleich? Von Bebe Yankia. Das da echt, ey. Ja. Das muss ja nicht sein. Ich überlege gerade, ob noch ein anderer Flop war. Nö, eigentlich nicht. Man kommt dann so langsam dem hinterher, so seiner Linie langsam. So, was man eben gerne hat, das nutzt man dann immer wieder. Und das passt dann einfach. Also von daher muss ich sagen, also ich hatte wirklich nicht viele, gar fast gar keine Flops dabei. Ja. Gut. Wenn, auf jeden Fall muss ich sagen, wenn ich so trockene Lippen hatte. Habe ich euch ja heute schon mal in diesem Schminksammlung gezeigt, habe ich eben auch sehr, sehr oft dieses Plistex genommen, dieses Plistex Made Plus for Lips. Das ist richtig geil, das ist so ein kühlender, das sieht ganz komisch aus, aber so ist es halt. Es riecht Honig, aber auch so ein bisschen nach Honig, Honig. Und es riecht so ein bisschen auch nach Eukalyptus oder sowas, Pfefferminz. Es macht eben diese Frische dann auf den Lippen aus, aber trotzdem ist es sehr sanft auf den Lippen und ja, man fühlt sich viel, viel besser an. Oder eben diesen Aqua 24 Lip Balm, der so ein bisschen auch diesen Schimmer hat von Venus. Ich finde, in solchen Monaten, wo das eben ja, jetzt ein bisschen kälter wird und ja, diese Heizungsluft dann alles austrocknet, ist das sehr hilfreich, solche Sachen. Jo! Gut, das war's eigentlich. Pinselmäßig habe ich eigentlich immer noch das Gleiche genommen. Hat sich nichts verändert zum vorigen Video. Genau, und das war's. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke auch nochmal für alle eure lieben Kommentare heute für meinen Schminktisch und auch die etwas nicht so netten Kommentare. Nehme ich immer gerne an, kein Problem. Aber ja, einige sollten sich vielleicht überlegen, ob es was bringt, das dann drunter zu schreiben. Weil ja jeder so seinen Stil hat und die Videos müssen ja nicht geguckt werden, wenn es nicht ankommt. Also keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ja, gerne schreibt mir auch sowas drunter, ist kein Ding. Ich nehme das gerne an. Ich bin da nicht so, dass ich da jetzt durchdrehe oder so. Ich lösche die auch nicht, ich lasse die da, das ist kein Ding. Aber es ist halt so eine Sache. Also, was ist da noch geschrieben mit meinen Zeitungen oder so, die ich aufstelle? Ja, ich bin halt ein bisschen anders. Ich bin halt bekloppt, aber das ist für mich nicht negativ bekloppt. Es ist halt einfach so, dass ich das gerne mache. Und andere, die stellen sich halt irgendwelches anderes Zeugs hin.
Keine Ahnung. Und ich mache das halt so, weil ich finde das halt schön. Und genau, aber jeder kann das in meinen Augen sagen. Das ist schon okay. Auch danke für diese Kommentare. Gut, meine Lieben. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, morgen einen schönen Feiertag, wenn bei euch Feiertag ist. Bei mir ist auf jeden Fall Feiertag. Ich werde den Tag nochmal ausgiebig nutzen, bevor ich dann am Dienstag wieder auf Arbeit starte. Mit voller Kraft. Mein Chef wartet auf mich. Da freut sich schon, dass ich wieder so ein bisschen Ordnung reinbringe in das Chaos. Ja, egal. Ja, auf jeden Fall viele liebe Grüße an euch. Macht euch einen wundervollen Abend und bis später. Ciao.